Ich war zuletzt am Augsburger Bahnhof gewesen, weil ich dort im Müller eine Online-Bestellung abholen wollte. Und da habe ich gesehen, dass am 6. Februar 2024 im Sinistar nochmal das fünfte Element gezeigt wird, und zwar in 4K restauriert. Das wäre natürlich eine Überlegung wert, da nochmal ins Kino zu gehen. Im Müller selbst angekommen, war dann unten in der Multimedia-Abteilung alles voller Faschingsartikel, aber leider nichts in meiner passenden Größe, außer vielleicht diese schöne Goldkette mit dem Bierschriftzug. In der Blu-ray-Abteilung habe ich dann noch das 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook zu The Creator gefunden und ich muss sagen, das Frontartwork, das sieht schon sehr unscharf aus. Der gute Zimmi hat das ja schon auf seinem Kanal vorgestellt und seine Begeisterung hielt sich da definitiv auch in Grenzen. The Expendables 4 haben wir dann hier noch im Standard Steelbook. 24,99 ist jetzt auch alles andere als günstig. Bei den Mediabooks gab es jetzt auch nichts mehr Neues seit meinem letzten Besuch, also habe ich nur meinen online bestellten Artikel abgeholt und bin dann gegenüber in den Bahnhof rein, in den Zeitschriftenladen, der jetzt endlich wieder hier integriert ist. Der Augsburger Bahnhof war ja lange Baustellengebiet sozusagen, jetzt nimmt alles wieder so langsam Normalität an und im Zeitschriftenladen war ich dann auf der Suche nach der aktuellen Deadline, denn da gibt es einen spannenden Artikel in diesem Magazin, also neben den anderen super Artikel über aktuelle Kinofilme wie zum Beispiel Dune 2 oder Good Boy, den ich euch schon vorgestellt habe. Lisa Frankenstein könnte auch eine lustige Horrorkomödie werden. Von Halloween Park war ich leider enttäuscht und mal gucken, was dann eben der neueste Nicolas Cage Film kann. Hier sind wir dann auf der Seite 118 und da gibt es dann noch einen Artikel zu Fake News. Also eine richtig tolle Sache, hier es auch mal ins Deadline-Magazin geschafft zu haben. So, dann haben wir hier die Müller-Tüte und dann hoffen wir mal, dass das Steelbook da drin auch heil geblieben ist. Ich schneide das jetzt mal auf. So, passt. Gucken wir es mal uns an hier. Da ist das gute Stück. The Mandalorian, die komplette Staffel Nummer 2. Hoffentlich erscheint dann auch Staffel Nummer 3. Und dann haben wir alles, um uns einstimmen zu können auf den Kinofilm, auf den ich mich persönlich ja sehr freue. Bin echt gespannt und hoffe, sie machen da ein eigenständiges Abenteuer, das jetzt nicht mit irgendwelchen Serien oder anderen Serien, auch noch Ablegerserien und so weiter und so fort hier zusammenhängt. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, hier haben wir wieder diesen Schuber. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und dann haben wir hier die Rückseite. Da haben wir die einzelnen Episoden aufgelistet. Und dann auch noch das noch nie gezeigte Bonusmaterial. Das ist natürlich auch cool, dass das mit dabei ist. Und noch die technische Ausstattung hier der einzelnen Discs. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal. Ich meine, dass es hier mit einem Klebepunkt angebracht war. Zwei, aber das geht ganz leicht auf. Das ist super. Und dann haben wir hier das Steelbook. Wenn das jetzt hier noch nach innen gestanzt wäre, wäre das halt absolut mega. Ne? Aber auch so ein super schickes Motiv. Ja, wunderbar. Ich komme noch mal hoch. Sieht echt Weltklasse aus. Wie gesagt, hier noch so eine Stanzung des Titels. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Dann gucken wir uns den Spine an. Ganz schlicht und hier unten die zwei. Oh, geiles Backmotiv. Geiles Backmotiv. Sehr, sehr nice. So muss es sein. Also es ist schon vom Artwork her echt klasse. Da kann man definitiv nicht meckern. Und auch der Druck ist völlig in Ordnung. Natürlich glänzend wäre noch geiler gewesen. Aber viele von euch stehen ja auch auf die matten Steelbooks. Von daher, das passt schon. Hoppala. Ach, da haben wir wieder so ein Mitteltray drin. Ah, und die Karten auch noch.
So, schauen wir uns das Ganze einmal an. Ah! Geil! Sehr cool. Sehr cool. So muss das sein. Dann haben wir wieder die Discs. Die sind etwas unspektakulär. Ja, und dann holen wir die mal raus. Hier hinten. Und hier vorne. Hoffe, ich kriege die raus. Und dann haben wir hier noch den Innenprint. Ja, ist okay. Passt vollkommen. Hier hinten kommt wieder die Blu-ray rein. Und hier vorne kommt dann die 4K-Scheibe rein. So, wunderbar. Und die Karten. Echt mega. Die kommen hier auch mit rein. Und dann passt das wieder. Dann haben wir hier noch den Schuber dazu. Also, ich bin super zufrieden. 47,99 finde, das ist definitiv okay. Und dann hat mich noch dieser Amazon-Karton hier erreicht. Da habe ich mir einen Film bestellt, der mir helfen soll, gerade für ein aktuelles Projekt. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich ihn zu Hause habe. Habe dann nochmal nachgeguckt, nicht gefunden. Also bestellt bei Amazon. Und was das ist, das gucken wir uns jetzt an. So, machen wir es auf. Und dann haben wir hier Kiss Kiss Bang Bang, das Regiedebüt von Shane Black mit Robert Downey Jr. und Val Kilmer. Hier in der Standard Blu-ray Keep Kiss Variante. Keine Ahnung, warum hier auch so ein Aufkleber mit drauf ist. Wurde das auch schon mal aufgemacht und dann wieder zurückgeschickt. Das sieht eigentlich noch ganz normal aus. Aber machen wir es mal auf. Hier. So, komm her. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und wie gesagt, den Film brauche ich auch wegen einer Recherche zu einem großen Projekt, das ich gerade mache. Kein Wendecover drin. Recht unspektakulär, aber okay. Macht nichts. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Blu-ray. Film wird gesichtet und vielleicht gibt es dann noch mal eine kurze Review dazu in einem der nächsten Livestreams. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, liebe Filmfreunde, und Servus.